Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier im Reich der Toten, abermals immer noch, ja, und ich suche da einen bestimmten Eingeborenen, dem wir noch helfen sollen und dürfen. Sofern ich ihn finde, aber da oben war er ja nicht, ne? Da haben wir den einen Kriegerdeppen gefunden, der hat uns seinen Speer vermacht. Jetzt ist nur noch der eine, der eben, ja, zweigeteilt zu sein scheint. Wir suchen da seine bessere Hälfte. Tja, die irgendwie nicht allzu leicht zu finden ist. Jetzt waren wir schon draußen am Strand. Da scheint es irgendwie nichts zu geben. Ich hoffe, ich finde den Kerl. Vielleicht ist er auch erst gespawnt, als wir mit ihm gesprochen haben. Ich weiß es nicht. Da drinnen war der eine Krieger. Krieger, ja genau. Passt schon, der eine Krieger mit seinem Gorilla-Problem. Und hier drinnen, genau, ist die starke Truhe. Vielleicht kann uns die Hexe hier ein bisschen helfen. Ich habe die Zutaten, die du wolltest, und einen Hut des Verstorbenen. Ja, machen wir mal. Ich habe die Zutaten, die du wolltest, und einen Hut des Verstorbenen. Das ist wirklich beeindruckend, junger Freund. Lass mich mal sehen. Von dem Hut benötige ich bloß ein paar Fasern. Ja, bitte, mach. Es ist vollbracht. Das Schädelzepter ist gefertigt. Supi. Jetzt muss der Geist des Verstorbenen nur noch mit dem Zepter verbunden werden. Hier, nimm es, bring es zu Tau. Er wird wissen, was zu tun ist. Endlich bin auch ich befreit von meinem Fluch. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir für deine Taten. Ich werde sie nicht vergessen. Ich spüre, dass meine Zeit gekommen ist. Ich bin die Letzte, die dich nun verlässt. Aha, okay. Dein Weg ist steinig, aber ich weiß, du wirst einen Weg finden, zu beenden, was wir nicht geschafft haben. Na, hoffen wir's. Viel Glück, junger Krieger. Meine Gedanken werden dich begleiten. Das ist nett. So, trotzdem schaue ich jetzt mal in die Questlog. So, Herrschaftszeiten, das gibt's ja nicht. Insel der Toten. So, das zweite Ich. Dieser Geist hat noch ein anderes Ich in der Welt der Lebenden. Ach so, vielleicht kann ich ihm helfen. Ah ja, okay. Gut, dass ich mir das durchlese mal, ne? Super, da kann ich schon suchen. Da hätte ich gesucht, bis ich schwarz geworden wäre oder dunkelgrün. Jetzt müssen wir nochmal zurück zu Tau. Das habe ich echt super gemacht. Ja, da kann man mich jetzt gerade nur gratulieren. Supizocki, Daumen hoch. ja, dann hatschen wir halt wieder ein Stück, ne? Für die Beinmuskulatur. Und stramme Wadeln. Jawohl. Naja, wenigstens haben wir das schon mal geklärt. Und sein zweites Ich ist in der Welt der Lebenden. Was irgendwie total interessant ist, wie das passieren konnte. Weil wir sind ja auch mit Körper und Geist im Reich der Toten, ne? Also irgendwas ist da komisch. Aber so wie es ausschaut, können wir eh jederzeit hier rein. Also wenn wir dann später ein bisschen mehr Diebeskunst haben oder Möglichkeiten, die Diebeskunst zu erhöhen auf 80, dann werden wir hier uns die Truhe noch holen. Hallo Tau. Ich habe das Schädelzepter. Ich habe das Schädelzepter. Mhm. Und du hast den Fluch derer gebrochen, die dir geholfen haben. Mhm. Dann ist es nun an mir, den Geist des Verstorbenen zu rufen. Das ist irgendwie dunkel. Schaut cool aus. Stivas locomoto, subunimbu alcara.
Stahlbad! Das ist cool. Oh Gott, ist das cool. Klabautermann! Ihr guckt ja, als hättet ihr noch nie ein Schiff gesehen. Mara, dieses verfluchte Weibsbild. Stahlbart? Ich hätte ihr das Herz herausreißen sollen. Gib mir einen Säbel. Ich werde das jetzt gleich erledigen. Du bist dir aber schon bewusst, dass du tot bist, oder? Du meinst Mara? Sie ist nicht hier. Oh Mann, du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Schon gut, lassen wir das. Na, du weißt schon, dass du tot bist, oder? Du bist dir aber schon bewusst, dass du tot bist, oder? Gut, dir werde ich gleich helfen, Bursche. Ich habe immer noch genug Kraft in den Knochen, um dir das Fell über die Ohren zu ziehen. Du hast keine Knochen mehr, du bist tot. Du hast keine Knochen mehr, du bist tot. Was? Ja, du hast recht. Ein Grund mehr, diesem Scheusal den Garaus zu machen. Wo ist sie? Du meinst Mara? Sie ist nicht hier. Du meinst Mara? Sie ist nicht hier. Oh, diese feige Ratte. Ja, verkriech dich nur in deinem Loch. Eines Tages werden wir den Kampf zu Ende bringen. Ja, das ist meine Aufgabe. Dein Kampf gegen Mara ist zu Ende und sie hat gewonnen. Boah, das ist echt hart. Dein Kampf gegen Mara ist zu Ende und sie hat gewonnen. So? Und warum stehe ich immer noch hier? Und sie ist über alle Berge? Du bist tot. Was? Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Yep. Das ist gut. Dann habe ich nichts mehr zu verlieren. Gib mir einen Säbel. Ich werde die Sache jetzt gleich erledigen. Da waren wir schon mal. Das hast du gerade schon einmal gesagt. Mhm. Was? Wirklich? Oh Mann, du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Oh Mann, du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Ha, so ein Unsinn! Naja. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, einige Dinge in meinem Kopf zusammenzufügen. Du bist dieser Kerl, den meine Tochter angeschleppt hat. Ja, richtig. Und, wir waren zusammen an der Schwertküste und haben Crow aufgemischt. Crow, dieser Mistkerl. Was macht er denn an der Schwertküste? Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Das ist ein ganz übler Bursche. Ja. Schon gut, lassen wir das. Ich habe so ein komisches Gefühl. Ja. Irgendetwas stimmt hier nicht. Meine Hände sehen so merkwürdig aus. Ja, du bist ja auch nur noch ein Geist. Siehst du? So fühle ich mich auch. Sag mir, wo du das Amulett der Erde versteckt hast. Amulett der Erde? Ach so. Ja, ich erinnere mich. Aber warum sollte ich dir davon erzählen? Weil ich in deine Fußstapfen getreten bin. Weil ich mich an Mara rächen will. Ich bin in deine Fußstapfen getreten. Weil ich in deine Fußstapfen getreten bin. Was? Du? Ernsthaft? Du wolltest, dass ich die übrigen Artefakte suche, falls du dich erinnerst. Du hast recht. Also, wo hast du es versteckt? Schon gut. Lass mich nachdenken. Oh je. Ja.
Ich habe es in Captain Garcias Schatztruhe versteckt. Bin ihm hinterhergeschlichen und der alte Teufel hat nichts gemerkt. Sicher? Eines Tages hätte ich ihn ausgenommen wie einen Hering. Was, wenn er es gefunden hat? Auf keinen Fall. Damit rechnet keiner. Wo finde ich Garcias Schatz? Der Schatz befindet sich in einer Höhle auf Antigua, hinter dem großen Wasserfall. Hier hast du eine Karte. Das Losungswort für den Zugang lautet: Garcia ist der Größte. Was? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Nun denn. Naja. Es ist Zeit für mich zu gehen. Viel Glück, Junge. Ja. Mach's gut, Stahlbart. Und danke. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich werde sicherheitshalber ein bisschen heller schalten. Wartet mal kurz. Was war denn da? Na, falsch. So, glaube ich, ne? So ist, glaube ich, gut. Ich hoffe. So besser? Ich hoffe, das passt so. Zurück. Fortsetzen. Ich hoffe, das passt so für euch. Wegen Helligkeit und so. Wie gesagt, ich sehe immer besser als ihr. Hast du deine Antworten erhalten? Tja, ich hätte gerne länger mit ihm gesprochen. Die Bräuche der Ureinwohner sind dir offenbar nicht fremd. Ich spüre die Magie des Voodoo in dir. Ich habe es bei den Chaganumbi gelernt. Der Geist deines Freundes ist nun an das Zepter gebunden. Ah. Du bist stark genug, um es selbst zu nutzen. Supi. Du meinst, ich kann Stahlbarts Geist auch außerhalb des Totenreichs herbeirufen? So ist es. Cool. Gib mir das Schädelzepter. Bring mir Voodoo bei. Nur zuerst mal das Zepter. Gib mir das Schädelzepter. Hier, nimm es und bewahre es gut. Lass Danke. Die Kraft des Voodoo durch deine Arme in die Spitze des Zepters fließen. Dann wird dein Freund erscheinen. Super. Echt cool. Und jetzt müssen wir wieder zurückhatschen, ne? Bring mir Voodoo bei. Bring mir Voodoo bei. Was willst du wissen? Ich will ein Voodoo-Meister werden. Ich will über schwarze Magie wissen. Bla 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 bla. Nein, danke. Pfiatti. So, wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Altar. Und machen ein wohlverdientes Schläfchen. Ich hoffe, das mit der Helligkeit passt so für euch. Ich vergesse immer, dass auf YouTube die ganze Geschichte um einiges dunkler ist als hier bei mir im Spiel. Ich hoffe trotzdem, dass es passt. Boah. Es ist schon fast zu hell. Also für mich. Ich glaube, am schnellsten sind wir, wenn wir da rüberlaufen. Jo. Na, ich bin nicht so schnell. Mann, ey, ich hab vergessen. Ja. Ja. Am schnellsten sind wir da rüberlaufen, genau. Ich meine natürlich hier rüber. Laufe ich wieder zum Kampfplatz. Das hier habe ich gemeint. So. So, gleich sind wir da. Ein bisschen noch. Ja, ja. Na super, können wir Stahlbart immer rufen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Finde ich halt. Vielleicht kann ja Patty... Achso, sie ist Voodoo nicht bemächtigt, ne? Also sie ist Voodoo... Sie ist des Voodoos nicht mächtig, sollte ich sagen. Sonst könnte sie auch ein bisschen mit ihrem Papa sprechen. So, dann legen wir uns mal hin. Ins Reich der Lebenden zurückkehren. Ja, ja, ja. Gute Nacht, ihr Lieben. Was? Schon aufstehen? Echt jetzt? Oh. Bin ich hier richtig? Ich bin nur einmal links abgebogen. Ja. Ich habe da so einen Schatz gesehen. Ja. Schaut nicht schlecht aus. Ja. Dann halt schon wieder raus. Mal schauen, ob irgendwas gerespawnt ist von diesen Kreaturen hier. Beziehungsweise
Ich mach doch Licht. Ich glaube, so ist besser. Ah, ich hätte es mir sparen können. Mir fällt gerade was ein. Und zwar möchte ich gern seinen Doppelgänger im Leben finden. Ob der jetzt hier... Ob der Typ hier ist irgendwo? Ah, wir haben keinen gesehen, oder? Aber wie gesagt, er könnte gespawnt sein, als wir mit seinem Geist gesprochen haben. Wir könnten ja mal zu dem Platz hinschauen, wo wir seinen Geist gefunden haben. Vielleicht ruht dort sein Körper oder irgendwie so. Zumindest ein Kriegerdepp war ja dort. Ja, jetzt wird es ganz besonders hell. Wieder. Ansonsten habe ich keinen Schimmer, wo der sein könnte. Ehrlich gesagt. Ah, der da? Das da? Nö, oder? Ich schau mal darauf. Bildzeit haben wir eh noch. Der Part ist eh schon so gut wie beendet. Dann können wir genauso gut uns hier ein bisschen umschauen noch. Vielleicht ist der Typ ja wirklich da. Da war sein Geist, ne? Ein Grabstein ist da. Aber das war's auch schon. Es könnte natürlich auch sein, dass Tau was weiß. Hier ist ja eigentlich auch niemand, ne? Und ob wir da runter, darüber können irgendwie... Ob er vielleicht da drüben wäre, das... Boah, bin ich mir auch nicht so sicher. Wenn ich hier noch einen Kranzel drehe... Und mich noch ganz rasch umschaue... Aber den hätten wir doch gesehen, oder? Den Typen hätten wir doch glatt gesehen. Das ist hier verkehrt, was ich da mache. Der ist bestimmt irgendwo anders. Oh, schau mal. Eine Blutwurzel habe ich übersehen. Böse Zocki. Schäm dich. Schäm dich. Ja, ich glaube, da bin ich falsch. Da bin ich sicher verkehrt. Ja, ja. Den werden wir schon irgendwie anfinden, aber sicher nicht hier. Naja, dann hatschen wir da zurück. Gehen wir raus. Da ist ja auch nichts. Versuchen wir ganz raus zu gehen. Komme ich hier vorbei? Ja. Oh, ruck langsam. So. Ruck und zack. Passt. Und dann hauen wir halt einfach mal ab. Garcia ist unser nächster Anhaltspunkt, wie mir scheint. Den Typen... Wo gehe ich denn hin? Den Typen müssen wir ausrauben, also seinen Schatz halt, damit wir Stahlbarts Artefakt kriegen. Jo. Das wird mit Sicherheit spannend. Hui. Bin ja gespannt, wie wir das anstellen werden. Ob man da vielleicht wirklich, ob wir da vielleicht uns seiner Bande anschließen werden und dann quasi irgendwie seinen Schatz dann plündern. Huch, da war ich kurz unsichtbar. Ich habe mich gerade aus Versehen zwischen zwei Fugen gestellt, also sprich in die Fugenblitze. Da hat man mich gerade nicht gesehen. Hallöchen, Herr Tau. Okay, er sagt dasselbe, bring mir Voodoo bei, braucht man nicht. Können wir uns schleichen. Jetzt ist noch eine Frage offen. Wo zum Teufel sind die Gargoyles? Das ist die Frage. Da fehlen noch ein Haufen.
Entweder gibt es noch Inseln, die wir noch bereisen werden, die wir so noch nicht kannten, oder die spawnen etwas später. Wenn wir mit der Geschichte weiter vorangeschritten sind. Auf jeden Fall gehen wir mal zurück aufs Schiff. Hallöchen, Paddy. Endlich, wie geht's? Du bist wieder da. Und ich habe den Geist deines Vaters gefunden. Los, erzähl! Ich konnte ihm nicht nur meine Fragen stellen, ich kann ihn jetzt auch jederzeit rufen. Du meinst, sein Geist wird uns jetzt begleiten? Das schon. Aber sein Gedächtnis ist leider nicht das Beste. Er hat vieles vergessen. Er wird sich schon erinnern, wenn es sein muss. Ausruhen kann er sich später. Wir haben schließlich noch was vor. Sehr gut. Aber wir werden jetzt trotzdem hier beenden, weil der Part ist zu Ende. Und werden im nächsten mit der guten Paddy weiterquatschen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!